Auch unser Studiogast recherchiert regelmäßig im rechtsextremen Milieu und hat dazu zahlreiche Bücher veröffentlicht. Herzlich willkommen, Andrea Speit. Schön, dass Sie es geschafft haben ins Studio. Ja, sehr gerne. Auch Ihr Name ist ja auf der Liste der NPD gelandet, gegen wen sich diese Demo richten soll. Ich meine, eine Demo gegen einzeln genannte Journalisten. Inwiefern ist das eine neue Qualität der Bedrohung? In der Bundesrepublik erleben wir eigentlich statistisch gesehen 50 Straf- und Gewalttaten aus dem rechtsextremen Milieu. Und wir erleben in den letzten Monaten immer mehr, dass auch Journalistinnen und Journalisten angegangen werden. Und das ist auch wirklich eine neue Qualität. Und insbesondere diese Demonstration ist eine ganz besondere Qualität, weil hier erstmals wirklich gegen einen einzelnen Journalisten anfänglich vorgegangen wird und im Nachgang sozusagen weitere noch mit benannt worden sind. Und das ist eine Dimension, die wir so in der Bundesrepublik noch nicht kannten. Neu ist auch, dass die Neonazis Aufrufe starten, Daten zu sammeln über die Leute, die ihnen unliebsam sind, darunter auch Journalisten. Was haben die mit diesen Daten vor? Also so ganz neu ist es nicht. Wir merken, dass natürlich über die sozialen Netzwerke das beschleunigter vonstatten geht. Schon in den 80er Jahren hat man versucht, Journalisten und Journalisten auszuspionieren. Aber jetzt erleben wir eben, dass ganz gezielt versucht wird, auch im privateren Bereich hineinzuschauen, um natürlich ein Bedrohungsszenario aufzubauen. Und da sollten wir uns nichts vormachen. Wir wissen, dass einzelne Journalisten und Journalistinnen tatsächlich auch eingeschüchtert schon sind, weil sie Angst haben, wenn sie berichten, dass sie sozusagen im privaten Bereich angegangen werden könnten. Warum ist das so, dass die Hemmschwelle offenbar immer weiter sinkt für solche perfiden Aktionen? Ich denke, wir sollten nicht so tun, dass die Debatte, die wir in den letzten 2 bis 3 Jahren erlebt haben, dass immer wieder versucht worden ist, auch von Seiten der AfD, diesen Begriff Lügenpresse zu etablieren, dass sich das nicht bemerkbar macht. Auf Worte folgen Taten und das erleben wir eben gerade ganz massiv, dass die Anfeindung der Medien in den letzten Jahren hier jetzt auch wirklich in diese Form weiter eskaliert. Und man muss auch eindeutig sagen, in der rechtsextremen Szene, und das betrifft wirklich das gesamte Spektrum, herrscht die Sorge vor dem sogenannten großen Austausch vor. Das ist eine Verschwörungstheorie, wo angenommen wird, dass die Eliten in Wirtschaft, Medien und Politik daran arbeiten würden, die ureigene Bevölkerung auszutauschen. Und wenn sie das jetzt nicht stoppen würden, sehen sie sozusagen die vermeintlich biologische Masse verloren gehen. Und das ist einer der Punkte, warum sie jetzt so einen Handlungsdruck auch spüren und damit auch der Hass gegen die Medien gestiegen ist. Der Hass gegen die Medien, sprich brutale Angriffe gegen Journalisten. Ja, und wie brutal Neonazis gegen unliebsame Journalisten vorgehen, zeigt der folgende Fall. Fretterode in Thüringen. Hier wohnt Thorsten Heise. Im April 2018 jagen seine Handlanger 2 Fotojournalisten durchs Dorf. Die Reporter flüchten, machen aus dem Auto heraus diese Fotos. Die anschließende Verfolgungsjagd endet für die Reporter im Graben. Die Neonazis zerschlagen die Scheiben, zertrümmern einem Reporter mit dem Schraubenschlüssel den Stirnknochen, stechen mit einem Messer blind in den Wagen und treffen den Oberschenkel des anderen Reporters. Den Oberschenkel von Merlin M. Die Sanitäter versorgen später eine stark blutende Stichverletzung bei ihm. Monatelang ermittelt die Staatsanwaltschaft, erhebt dann Anfang 2019 Anklage gegen die beiden mutmaßlichen Täter. So knapp davongekommen, das ist auch an Merlin M. nicht spurlos vorbeigegangen. Das war mein erster Gedanke, ich höre auf damit, das ist mir zu risikohaft. Auch verschiedene Freunde oder mir nahestehende Personen haben mir das nahegelegt. Hat er aber nicht, er arbeitet weiterhin als Journalist, zum Glück. Wir haben heute bei der Staatsanwaltschaft, der zuständigen Staatsanwaltschaft mal nachgefragt, wie ist der aktuelle Stand bei dem Fall. Noch gibt es keine angesetzte Gerichtsverhandlung dazu. Ich meine, der Fall ist immerhin 1,5 Jahre her. Wie beurteilen Sie diese beschleppende Bearbeitung dieses Falls? Ja, das ist ein trauriger Zustand, weil man sieht, dass die Verantwortlichen eigentlich nicht Verantwortung übernehmen. In diesem Fall wäre es dringend geboten gewesen, weil es ja auch um einen Jugendlichen geht, der dort als Täter mit angeklagt werden soll, dass es eine schnelle Strafverfolgung geben würde. Das wissen wir eigentlich aus der Forschung zu rechten jugendlichen Straftätern. Wenn nicht schnell eine Verhandlung vonstatten geht, ist eigentlich der pädagogische Ansatz, dass sie merken, Moment mal, ich habe was getan. Und daraufhin folgt eine Reaktion des Staates, ist der eigentlich schon verpufft. Und ich befürchte, hier ist der ganz schön dolle verpufft. Was muss denn jetzt noch passieren? Was fordern Sie, damit diese gesamte Entwicklung, über die wir gerade gesprochen haben, damit die aufgehalten wird?
Ich denke, dass wir mehr Solidarität zeigen müssen für alle Menschen, die wirklich von rechter Gewalt betroffen sind. Und das erleben wir auch gerade erfreulicherweise gegenüber dem Kollegen vom NDR, der nun aktuell so im Fokus steht, aber eben auch andere Kolleginnen und Kollegen, dass wir die eben nicht allein lassen. Wenn es Druck von rechts gibt, müssen die Redaktionen zusammenstehen, dann müssen die Kolleginnen und Kollegen zusammenstehen und sie dürfen nicht einknicken. Und vor allem sollten wir uns nicht entmutigen lassen, sondern hier wirklich auch nachhaltig weiter recherchieren, weil das wollen sie verhindern und die Mutige wieder weiter arbeiten, sachlich, nüchtern, denke ich, ist das die richtige Reaktion. Also auf der einen Seite die Forderung an die Redaktion, auch an die Zivilgesellschaft. Was erwarten Sie aber auch von der Justiz und von der Polizei? Ich denke tatsächlich, dass es dringend geboten ist, dass die Maßnahmen, die sozusagen rechtlich vorgegeben sind, dass die auch bitte sehr umgesetzt werden. Und da erleben wir oft bei Recherchen, dass da bei der Polizei so eine gewisse Unsicherheit da vorherrscht. Das kann daran liegen, dass sie eventuell nicht genug geschult sind oder dass sie vielleicht nicht ganz genau wirklich wissen, wie sie in der Situation umgehen sollen, wenn beispielsweise rechtsextreme Pressekolleginnen und Kollegen bepöbeln, angreifen, auf die Kameras einschlagen. Da habe ich oft den Eindruck, dass die Polizei dann eher die Medienvertreterinnen und Vertreter als Problem sieht und weniger diejenigen, die gerade die Medienvertreterinnen und Vertreter angegriffen haben. Und das habe ich leider so oft bei Recherchen erleben müssen. Andrea Spalt, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.